Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge True Farming auf der Schwarzing. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind unterwegs hier mit unserem Johnny. Mit Johnny sind wir unterwegs, zurück zum Landhandel. Ich habe den ÜLW hinten dran, denn nicht vergessen, I am the ÜLW. Und ja, den stellen wir jetzt erstmal oben wieder ab und dann gucken wir mal, was wir machen können. Vielleicht dürfen wir ja ein bisschen Stroh mitpressen. Oder es steht mit Sicherheit irgendwas an. Mal schauen. So, aber erstmal hier rein. So. Oh, hier steht schon der andere Johnny. Okay. Ja, also eine kleine John Deere-Flotte wäre ja auch mal meine. Wäre ja auch mal was. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Moment. Dann tun wir hier einmal das gute Stück noch abstellen. Ich muss mal ganz doof fragen, ey, wem ist denn überhaupt der ÜLW? So. Harry, Harry! Ja, Jörg, was ist los? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Jörg, was ist los? Miguel! Hä? Miguel! Jeff! Moment. Jeff! Ja, ja, hallo, was ist denn los mit euch? Was, wo ist Wasser? Wasser, Wasser, überall Wasser. Wasser? Aus dem Badezimmer. Was? Der ganze Flur ist voll. Was? Mit Wasser? Wollt ihr mich verarschen jetzt? Nein. Haben wir einen Rohrbruch oder was? Ach du Scheiße! Ach, du glaubst es nicht. Was ist denn los? Oh, Alter, Schuhe aus. Wo kommt das her? Guck mal, was da los ist. Ja, wo kommt das her? Das kommt ja aus dem Bad gesuppelt. Ja. Hier aus dem Bad? Da ist jemand drin. Oh, das ist so schön. Da ist jemand drin. Oh, das warme Wasser. Du gehst gucken. Du stehst als Achso dort. Nee. Geh mal vor. Geh mal vor. Da ist einer drin. Wir müssen den Kopf rufen. So schön, das warme Wasser. Ja, passt. Nee, passt. Geh da rein. Geh rein und wir sind doch zu dritt. Nee, du. Dann geh ich in der Mitte. Fein. Ich geh in der Mitte. Nee. Jupp, geh du mal vor. Jupp. Ich geh da bestimmt nicht rein. Oh, so jetzt schön. Geh da mal vor hier. Lauf, Jupp. Oh. Ey, ist das euer scheiß Ernst? Ey, ihr seid so nur. Ey, auf euch ist null Verlass, ey, ehrlich. Wir drücken dir die Daumen, bleib mein Freund. Hallo? Wer ist denn da? Lalala. Ey, mach dich mal hier aus unserem Bad raus, was willst du hier? Oh, Miguel? Bist du es mal, Miguel? Die Stimme kenn ich. Die Stimme kenn ich. Komm her. Die Stimme kenne ich. Ich brauche Hilfe. Gewartet. Wir müssen ihn einsperren. Wir müssen ihn einsperren. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Wir müssen ihn einsperren. Der hat auch keine Hose an. Handtuch drüber. Was willst du hier? Mach doch die Tür auf. Ich will mit dir duschen, habe ich doch gesagt. Sag mal, hast du sie noch alle? Mach doch mal die Tür auf. Nein, die Tür bleibt zu. Oh nein. Die Tür bleibt zu. Wer ist das? Nein! Verdammt! Ja, wer ist das? Wer ist das? Das ist. Oh, nein! Bleib auf Abstand, ich sag's dir! Kannst du dir nicht mal her, hör auf damit! Bleib auf Abstand! Haltet mir den vom Leib! Ey, hier, was seid ihr für Kollegen? Jetzt haltet mir den doch mal vom Leib! Nein! Der ist aus dem Knast, wo ich saß! Aus dem Knast? Das ist ein Verrückter! Komm her! Nein! Geh weg! Hör auf! Bleib stehen! Stehen! Stopp! Ich hab CS-Gas! Ich sprüh dich ein. Ja, das stört mich. Hör auf! Könnt ihr jetzt den mal festhalten? Hast du den mal angeguckt? Der hat Kerntuch drum. Ja, ist ja schön und gut, aber seht ihr, wo der hinläuft? Der will zu mir. Verpiss dich. Komm doch mal mit in die Dusche, Mensch. Nein, ja, ich sag mal, hast du sie noch alle? Ich brauche Hilfe! Also damals hat er das Hilfe! Hast du das Hilfe! Gemacht? Ich hab tatsächlich so eine Scheiße. Du verwechselst. Scheiße. Das war genau dein. Ich ruf Fritz. Hör auf! Geh weg! Mit dem geh weg! Jetzt hab ich dich in die Ecke. Geh weg! Oh mein Schwarz! Verpiss komm, dich! Mal fest zu drücken, hä? Nein! Oh, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich will, komm, ja! Ich kann nicht hingucken. Oh. Ich will es nicht. Komm, was machst du hier? So? Ja, willst du mich verarschen? Geschrieben. Ja, scheiße, hast du hast mir Brief geschrieben. Ja. Hab ich dich gebeten, hierher zu kommen? Ja, dachte ich schon. Ja, nee, glaube ich nicht. Also mal ganz ehrlich jetzt, was willst du hier vor allen Dingen? Bist du überhaupt entlassen oder bist du abgehauen? Ja, ich bin auf eigene Verantwortung entlassen. Dave! Was heißt hier, Gott verdammt nochmal, nimm dir ein Handtuch, hier. Dave, ich hab Fritzl gerufen. Ich denke, der wird uns vielleicht helfen. Was heißt denn ach, auf Mensch, eigene Verantwortung entlassen, bitte? Mein Miguel kennt mich doch, wie ich aussehe. Was? Ohne Handtuch. Oh, ey, Junge, mach das Handtuch drum jetzt. Ey, der erzählt nur Scheiße. Der verwechselt mich mit irgendeinem dort.
Ich glaube, der hat ganz der hat irgendwelche wilden Fantasien entwickelt, die irgendwas mit dir zu tun haben. Du bleibst jetzt zwischen uns. Nein. Ey, Harald, jetzt zeig doch einmal Eier. Am besten ihm jetzt. Nee, er zeigt doch genug. Komm schon. Steht doch einfach zu da. Also jetzt bleibt er dort stehen. Jetzt ist aber gut hier. Ja, okay, komm. Was willst du hier? Ich hab dir im Knast schon 100 Mal gesagt, dass du dir das einbildest, dass das da nichts ist bei mir. Du bildest dir ein, von mir kommt nichts und ich will auch nichts. Wie du immer am Start warst, wenn wir duschen waren, ich musste duschen und wir mussten eben alle zur gleichen Zeit duschen. Was soll ich denn machen? Entweder ich gehe duschen oder ich krieg in 2 Wochen erst wieder eine Dusche. Und warum hast du immer das einfach runtergeschmissen vor mir? Das hast du dir vielleicht eingebildet, aber das habe ich mit sich. Nein. Das habe ich nicht gemacht. Ach, Jupp, guck mal, die streiten sich alle im Stehplatz. Ich habe aber Gänsehaut. Leider nicht so. Oder sind doch mehr von den Leuten. Hast du jetzt Angst, weil die anderen zwei Deppen da stehen oder was? Deine also, nicht so was heißt denn hier Deppen? Ja, sag mal, du hast mir nicht mal Locken gerade oder was? Geh weg da. Also, ey, was machen wir jetzt mit denen jetzt mal ohne Scheiß? Ich glaube, der ist eher dein Problem. Das könnt ihr abhaken, wenn ihr das macht. Ich sag's euch gleich, dann gehen wir getrennte Wege, den Rest unseres Lebens. Na, aber du seid doch nicht gleich so, aber guck dir den der bildet sich, könnt ihr mal bitte mir zuhören, der bildet sich ein, dass ich irgendwas von dem will und das macht er schon seit weiß ich nicht wie viel. Das macht er schon seit weiß ich nicht wie vielen Monaten. Damals. Ja, aber was hast du dem gesagt, Chef? Ich brauche jetzt Hilfe. Ich rufe jetzt Peter an. Oi. So, Moment, ich rufe jetzt. Mir reicht. Ich rufe jetzt den Peter an. Halte den da unten fest. Dass der nicht abhaut. Friedrichsen? Peter! Hallo, Herr. Ich habe hier ein Riesenproblem. Oh, weh. Am Landhandel. Wo ist denn der Kopf? Ich erreiche den Kopf nicht. Er ist auf einer Schulung. Oh, nee! Das ist ja nicht euer Ernst. Na doch. Peter, du musst hier hochkommen. Was ist denn los, Herr? Hier ist ein... Oh mein Gott. Fritzel fährt gerade mit 200 durch meinen Landhandel. Oh. Hier ist einer aus dem Knast, wo ich saß. Okay. Und der macht hier Welle. Der hat sich im Knast schon immer eingebildet, dass ich irgendwas von dem will. Und der will jetzt hier, der hat mir schon einen Liebesbrief geschrieben und so eine Scheiße. Mhm. Das ist ja. Was soll ich da jetzt machen? Peter, das ist Belästigung, was der macht. Oh, ich glaube, er hat einen neuen gefunden. Er rennt jetzt Fritzl hinterher. Aber ich Peter, du musst hier hochkommen. Oh ja. Nee, jetzt kommt doch noch die Post und die Journalistin. Gut, alles klar. Peter, gut, ich muss los. Peter, komm hier hoch jetzt. Ey, musst du den hier hochlocken? Hör auch ab! Nico, wie ist der denn hierher gekommen? Ja, woher soll ich denn das wissen? Verdammte Scheiße! Harry, wenn der weiter so nach oben rennt, dann haben wir rechte Sonnenfinsternis. Hallo, Emily. Hallo, ich hänge hier fest. Mach ein Foto. Mach ein Foto, die wollen sich umbringen. Hä? Die wollen sich umbringen, mach ein Foto. Was ist denn hier los? Schlagzeile, Emily! Ey! Leute! Wer ist denn das? Das ist Fritze und der andere. Ich kenne den nur unter Schwappe. Das war sein Knastname. Ist hallo? Das dem Pony? Ist ja nackig. Hörst du jetzt auf? Bleib stehen, Alter. Fritze, alles gut? Ich überfahr dich. Wie meinst du jetzt? Ey, hängt der fest da oben? Hallo? Nee, aber dann. Was ist denn jetzt? Ich krieg eine Rolle. Ey, pass auf. Pass auf. Du kommst jetzt mit. Ja, komm. Okay, jetzt hab ich. Könnt ihr alle wegbleiben, bitte? Michael geht mit mir ins Bad. Nein, du gehst jetzt in die Küche. Geh da rein. Bitte was? Emily? Du gehst zuerst. Geh jetzt dort rein. Der hat was von Schwabbel gesagt. Ich hab irgendwas auf deiner Post gerade gelesen. Ich komm gleich. Jetzt geh jetzt dort rein. Wir reden gleich. Ich will dich angucken. Ja, ich geh rein. Komm rein. Ist doch in unsere Küche. Mensch, du müssen wir desinfizieren. So, du wartest jetzt hier. Ich komm gleich. Alter, was machen wir jetzt mit dem? Der geht mir auf den Hahn. Der ging mir im Knast schon die ganze Zeit auf den Hahn. Der wollte die ganze Zeit was von mir. Das ist wie eine Schmeißfliege, der Typ. Wie hat das denn hierher gefunden? Wie hat der dich gefunden? Weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Der hat mir schon einen Brief geschrieben vorher.
Oh, jetzt steht er da und jetzt macht er auch noch einen Propeller. Oh, ist mir ja, bin ich. Hallo. Hat er ein Herz in den Brusthaare rein? Ja, ja, hat er gemacht. Oh, nee. Kennen Sie die Herren? Naja, also ich glaube, Michael und Fritzl kennen den Herrn, glaube ich. Okay. Uff. Die haben was von Schwabe gesagt. Aber nur flüchtig. Ist das der von der Postkarte, die Sie bekommen haben? Ach, Sie lesen die Postkarten, die Sie austragen? Was? Hallo, hey, hallo. Was ist da passiert? Wow. Was ist hier passiert? Wow. Das ist aber hart. Herr Friesi, drehen Sie sich lieber nicht um, wenn Sie einen Ruhepuls. Mahlzeit. Oh, ehrlich, schreien Sie das auf. Wow. Dann kommst du nicht zu mir. Hallo, Peter. Mann war also, Peter, das war ein Auftritt. Knast-Ehefrau. Peter? Herr Hafer, zweimal Service, bitte. Einmal orange, einmal schwarz. Die haben sich eine Zelle geteilt. Ey, vergiss es, Alter. Du hörst ja auf, in der Zeitung irgendwelche Schnullikacke zu erzählen. Du warst seine Freundin ein paar Monate. Nein, du. Herr Friedrich, ich bin schon ganz durcheinander. Der Nacksche, ich bin hier weg. Peter, du bist auch ein Hübscher. Das freut mich. Wie kann ich denn helfen? Oh, nimm Peter, der freut sich. Der freut sich. Wird zu Miguel, da steht er. Ja, wir haben telefoniert und geschrieben. Und. Du hast versucht, mich anzurufen, ich habe dich weggedrückt, du hast mir geschrieben, ich habe die Postkarten weggeschmissen. Du hast mich nicht weggedrückt, du hast bestimmt 2 Minuten mit mir telefoniert. Ich habe vielleicht zufällig einmal in meiner Tasche auf Annehmen gedrückt, aber ansonsten habe ich definitiv nicht mit dir telefoniert. Ja, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was du sagst. Wollten doch immer einen Freund, die haben sie einen. Herr Friedrichsen, ich wollte eine Freundin. Ja, hä? Passen wir nicht gut zusammen, wir zwei? Ach du, also nichts gegen hier Mann und Mann und so, ne? Also verstehen Sie mich nicht falsch. Aber der Typ ist, das ist wie eine Scheißhausfliege, die um so eine Kackwurst kreist, wissen Sie? Ja. Mensch, bleib jetzt auf Abstand, Junge, sonst. Da bist du übertrieben. Peter, wer bist denn du? Ich bin der Bürgermeister hier. Wer sind Sie überhaupt? Im Knast waren die zwei ganz enge. Nicht der Bürgermeister. Was machen Sie denn eigentlich? Hier haben schon wieder Pakete. Ich verwiss noch, was aus Zalando läuft. Ich kann aber nicht Ich wollte eigentlich meine Schwester herfahren hat, und. Ja. War er da und hat Miguel den Schweiß abgewischt und sowas. Ach, ich bin jetzt leicht fertig. Hast du da Kontakte zur Polizei, Peter? Ja, glücklich. Fritze, komm mal her. Ich kann dir was lernen, dass ich ein bisschen bei Miguel bleiben kann. Wenn du Scheiße erzählst. Mach das so. Wenn du hier was ist mit meinem Auto passiert? Das war Peter. Wow. Ja, der ist ein bisschen gegengefahren. Ich finde das helfen. Herr Friesi, die Rechnung geht auf mich. Warum soll denn passiert sein? Ist da alles gut? Miguel, hast du das wieder zu heftig? Ja, okay. Hast du einen neuen Freund? Ja, ich habe einen neuen Freund. Tut mir leid. Herr Manus, ich wusste gar nicht, dass wir anderen Ufer sind. Ich bin das, Miguel und ich sind jetzt ein Paar. Nee, das glaube ich nicht. Wenn Sie darüber schreiben, werde ich Ihr Zeitungshäuschen anbrennen. Ich meine, das war doch ein bisschen persönliches Interesse. Hey, was denn? Ach, ja. Sie sind unsere Presse, können Sie mal ein Foto machen von uns zwei so Hand in Hand? Mit Sicherheit nicht. Was? Gottes Willen. An Ihrer Stelle. Also, ey, was ist denn jetzt zu tun? Ich muss die Schmeißfliege loswerden. Was ist denn jetzt zu tun? Ich will hier was arbeiten. Wir haben Strom. Darf ich mal ganz kurz was fragen? Ach, Alter, ja. Ich drehe den gleich in die Eier. Ja. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles super. Bist du aus dem Knast raus oder was? Ja, auf Eigenverantwortung. Ich dreh das Ding mal unten, ein bisschen weit nach links oder so. Das ist echt unangenehm. Vor allen Dingen auf Eigenverantwortung. Sowas habe ich noch nie gehört. Du kannst, Miguel, suchen noch Mitarbeiter. Nein. Mitarbeiter? Nein. Auf keinen Fall. Nee, wir sind vollkommen ausgebucht. Wir haben auch keinen Platz mehr frei. Und nee. Kritzel. Also am besten den natürlichen Kleidung. Definitiv die, nein. Ich verstehe dich nicht, du. Du bist echt leise. Ne? Herr Miguel, bisschen putzen. Bei dir so? Du, pass auf. Im natürlichen Kleid? Peter, mach jetzt was. Hab Peter, ich. Komm, du hast ja das Sagen. Ich möchte, dass er ein Hofverbot bekommt, Peter. Hey, Peter, Peter, ich möchte... Sie heißen doch bestimmt nicht mit gebürtigen Namen Schwabbel, oder? Vielleicht. So, Herr Schwabbel, dann dürfte ich Sie mal kurz bitten, mich zu begleiten in unser schönes Gemeindehaus, damit ich einfach mal kurz Ihre Identität feststellen kann. Nicht, dass Sie da aus Ihrem Knast doch geflohen sind. Nein. Naja, dann haben Sie ja sicherlich kein Problem damit, mich kurz zu begleiten. Aber kann man wieder zu Miguel, oder?
Das schauen wir mal. Wenn der Miguel auf seinem Hof ihre Anwesenheit nicht möchte, dann müssen wir dem natürlich nachgeben, dass er das ausrichtet. Ich sage das jetzt bloß, weil die anderen mit hier sind. Peter. Herr Schwabbel. Was willst du? Würden Sie bitte das Handtuch hier jetzt mal umnehmen? Ja, und bitte halt nur mal es kurz fest. Danke. Das Schwabbel nimmst du nicht übel, aber ich meine, ich weiß, der kleine Pinsel streicht die Ecken, aber damit würde ich echt auch nicht frei rumlaufen. Also, mein lieber Freund, na? Also, was Peter, wenn du den jetzt nicht auf Abstand hältst, erschieße ich den. Da war, Herr Schwabbel, da habe ich ja noch einen großen gehabt. Ja, bitte? Kommen Sie doch mal mit mir. Ja, okay, Witzel, ich komme mit. Lassen vom Landhandel oder vom Adler durchgucken, den Bentley, die Rechnung schickst du mir. Okay? Ja. Tschüss, Miguel. Du hast hier Hofverbot. Und ich will nichts von dir. Mann. Ey, Harry. Ja. Jungs, schönen Dank auch, wie ihr mir geholfen habt. Mal ganz ehrlich jetzt, ey. Hast du dir den angeguckt? Wenn der mit seinem springenden Dingel da und. Ne, also es tut mir leid. Oi. Was ist denn hier? Ich weiß nicht. Der ist aber auch gar nicht überladen, oder? Junge, was ist mit dem los, ey? Der ist doch echt vom anderen, der ist vom anderen Stern, ey. Den hat das Raumschiff gebracht. Das kann ich mir sagen, was du willst. Guck dir das doch mal an hier. Ja, ich muss aber auch erstmal weiter. Moin. Ja. Moin, Moin. Alles gut, Fritzel. Fritzel, und danke für deine Hilfe. Ich habe ja nicht viel gemacht. Ja, außer Dünnschiss erzählt, ey. Das kriegst du wieder. Frau Ehrlich, wenn Sie hierzu weitere Informationen haben wollen, besuchen Sie mich einfach auf meinem Hof. Alles klar. Herr Miguel? Später, Menes. Ja. Ich habe wirklich noch ein Paket für Sie. Ja. Echt? Ja. Spitzmäßig, nehme ich. Hört sich an wie Schuhe. Ja, man perfekt. Herr Sachsen? Ja. Finden Sie das nicht ein bisschen zu überladen? Ich glaube, deswegen will er jetzt abladen. 200 Kilo drauf. So, also, ja. Pass auf. So geht es nicht weiter. Ne? Also, das wird zu nichts. Ja? Kannst du den Trailer mal aus der Waschstraße da fahren? Da kann ich da arbeiten. Dankeschön. Ach ja. Den Trailer direkt? Wo ist denn unser... Moment. Haben wir noch eine Sattel? Haben wir noch einen Dolly? Steht der hinten? Nein. Mm-mm. Wir haben keinen. Gar nichts mehr? Nee. Nein. Mm, okay, unser LKW? Nein. Ja, perfekt. So. Gut, also das ist auf jeden Fall... Oha. Oha. Also da muss ich nichts zu sagen. Ist das nicht immer noch? Wen sein scheiß Anhänger ist denn das hier immer noch? Das gibt's doch gar nicht. So. Okay, den lassen wir erstmal hier stehen. Das kann ja nicht sein, dass wir keinen Drony mehr haben. Höp. Hä? Muss ein Dolly sein. Hier ist keiner. Da ist hier drüben einer. Irgendwo muss ein Dolly sein. Wir haben das Ding ja auch bewegt. Nö, eindeutig. Keine Dollys. Och Mann, ey. Das ist aber auch eine Katastrophe. Was ist denn noch schon wieder los? Karl, wie kann ich dir helfen? Ich bin gerade sehr amüsiert hier. Ja, der Herr Sachsen, das ist immer ein bisschen, naja. Unglaublich, was versucht er da? Ich weiß es nicht, aber Karl, kann ich dir trotzdem helfen? Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob bei euch noch irgendwas anliegt. Bei mir ist im Moment gerade relativ ruhig. Ist wieder relativ ruhig? Ja, wir bräuchten irgendwie schnellstmöglich einen Dolly. Den kannst du dir ja kaufen. Aber warte mal ganz kurz. Moin Hartmut, Mensch, grüß dich. Moin. Wo sind die anderen zwei Flitzpiepen jetzt hin? Hä? Ach hier. Harry? Hä? Sag mal, haben wir nichts mehr um den Tiefe. Wen ist denn überhaupt dieser scheiß Tiertransporter? Was für ein Tiertransporter? Da steht ein Tiertransporter. Ach, guck. Sag mal, muss ja noch ausgeliefert werden. Und da hinten steht auch noch ein Auflieger. Wen ist denn der neben der Güllegrube? Also der Tiertransporter, der ist im Ringele. Ja, schön, dann fahren wir den mal dorthin, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Wo ist noch ein Anhänger? Ganz hinten. Neben der Güllegrube. Da. Ach so, ja, wieso nicht?
Wie kommt der dort hin? Ja, weiß ich auch nicht. Na, den habe ich, glaube ich, sogar dort abgestellt. Ich weiß aber nicht mehr, von wem der war. Naja. Was denn? Also, wenn den keiner braucht? Nee, dem gehört irgendwer, aber ich weiß auch nicht mehr, wenn wer. Wenn den erst nicht einer gehören würde, dann wäre der schon längst einer da, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wem dem gehört. Wenn Chef, ich warte, mal bei... warte, Chef, komm her. Lass uns den doch so unter der Hand verschachern. Harald. Was denn? Na, wir können nichts... Wir können nichts verkaufen, was uns nicht gehört, Harald. Ja, aber ist doch keiner da. Und es steht doch auf unserem Kundenboden. Nicht? Ja, genau. Na, aber Chef. Ja, komm, ey, ganz ehrlich, da ist Ärger schon wieder vorprogrammiert. Das ist sinnfrei. Ach, gar nicht. Mit wem denn? Mach lieber im Kopf, wie wir den Tiertransporter da rausbringen. Ja, Ja, gut. Aber meine lieben Freunde, wir sind auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Und ja, ein schönes Bergfest. Heute Abend Livestream übrigens. 20 Uhr geht's los mit Dynasty. Bis dahin. Tschüss.